Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Wer das letzte Quick-Tipp-Video gesehen hat, der weiß, dass mit dem heutigen Tag, also dem 12.04., ein Update für Luminar 2018 erschienen ist. Alle, die die Version gekauft haben, können kostenlos auf die neue Version 1.2 updaten. Wer das Programm noch nicht gekauft hat, aber gerne kaufen möchte, ihm es aber zu teuer ist, dem kann ich hier anbieten, in der Videobeschreibung das Programm für 10 € weniger zu kaufen. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Ihr spart 10 €, ich bekomme eine kleine Provision, da mache ich natürlich keinen Hehl draus. Und ansonsten schauen wir jetzt einfach mal, was ich getan haben soll. Ja, hier bin ich wieder, das Intro ist rum und ich habe für euch hier mal einfach geöffnet, aus der E-Mail einfach übernommen, ja, was ich getan haben soll. Also, es geht darum, dass die Geschwindigkeit, also die Leistung und Anpassung drastisch erhöht worden sein soll. Es gibt jetzt eine automatische Objektivkorrektur, diese arbeitet über die Metadaten des Bildes und ja, wird quasi automatisch aktiviert. Die Bildqualität soll sich verbessert haben, während man Einstellungen vornimmt. Das war ja ein Kritikpunkt, den ich hatte. Würde mich sehr freuen, wenn dem so ist und das tatsächlich gemacht wurde. Dann werden DCP-Profile unterstützt in der Mac-Version. Das kommt erst demnächst für Windows. Ja, die Importgeschwindigkeit soll schneller sein in der Mac-Version. Kommt erst für Windows. Der RAW-Import wurde optimiert und auch die Geschwindigkeit. Die Windows-Version holt den Mac ein. Es wurden viele Funktionen, welche bis jetzt nur in der Mac-Version verfügbar waren, jetzt auch in die Windows-Version integriert. Dazu gehören dann, da ich hier nur auf die Windows-Version eingehen kann, da ich überhaupt keinen Mac habe, habe ich jetzt hier nochmal die Punkte, welche nur Windows betreffen, ja, mir rausgearbeitet. Superschnelle Bildbearbeitung und Anpassung. Es gibt einen schnelleren Bildexport. Das wäre schon mal lobenswert. Die Stapelverarbeitungsfunktion war meines Erachtens vorher auch schon vorhanden. Weiß ich jetzt nicht genau. Kostenlose Bildumwandlung kann ich nichts mit anfangen. Weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Bildfunktion umdrehen und drehen. Das war meiner Meinung nach vorher auch schon vorhanden. Automatische Objektivkorrektur hatte ich schon gesagt. Diese läuft halt über die Metadaten des Bildes. Ja. Viele Stabilitätsfixes wurden eingebaut, UI und UX-Verbesserungen, die Lokalisierungen wurden aktualisiert, die Möglichkeit zum Ändern der Lokalisierungssprache im Hauptmenü wurde hinzugefügt, ja, einige Verbesserungen bei den Farbprofilen und beim Export-Plugin im Plugin-Modus, der Vorschau-Modus wurde hinzugefügt und verbesserte Qualität, hatte ich ja schon gesagt, ja, während der Bearbeitung. Das sind die Dinge, die Firma Skylum verspricht. Und wir starten jetzt einfach mal Luminar und schauen uns das Ganze dann einfach mal an, wie es ja tatsächlich dann aussieht. Also der Programmstart an sich war jetzt meines Erachtens schneller. Wir nehmen, hatte ich ja im Quick-Tip-Video angekündigt, einfach ein paar Bilder aus dem Zoo Leipzig, welche ich ja am letzten Sonntag aufgenommen habe und starten möchte ich da ganz gerne einfach mal ja mit dem Vogelstrauß. Also die Bildauswahl hat jetzt hier keinen besonderen Hintergrund. Das hier finde ich jetzt nicht, dass das schneller ging im Vergleich zu vorher. Ja, dann wollen wir mal schauen, was hier jetzt nur sich getan hat. Wir gehen erstmal in die Standard-RAW-Entwicklung. Nehmen die Lichter nach unten, die Schatten ziehen wir an, Klarheit etwas erhöhen, etwas mehr Kontrast ins Spiel bringen. Ja, das sieht ja schon ganz nett aus. Bei dem Bild seht ihr vielleicht,
ja, wollte der Fokus nicht ganz so. Ich fand aber das Bild an sich so ganz, ganz gut, dass ich mir oder mich entschieden habe, das Bild trotzdem zu behalten. Ja, was auf jeden Fall gleich und direkt auffällt, ist tatsächlich, dass man jetzt hier mit den Reglern arbeiten kann. Die Änderungen werden direkt sichtbar, ohne diese ja, komischen Mosaikbildungen, welche ich ja in meinem Vergleichsvideo als Mangel eingestuft hatte im Vergleich zu Lightroom. Also dieses Problem ist auf jeden Fall und definitiv behoben. Also das finde ich schon mal ganz gut. Das hat sich gelohnt, das hat funktioniert. Objektiv, ja, wir machen es einfach mal. Es wird was berechnet, es ändert sich auch was. Wir entfernen die chromatischen Aberrationen, sind jetzt hier natürlich nicht vorhanden. Rand entfernen, was auch immer das bedeutet. Also er hat auf jeden Fall korrigiert. Inwieweit da jetzt was korrigiert wurde, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß allerdings, dass auch in Lightroom beim 70-300 mm von Sony die Objektivkorrektur nicht so extrem ist wie bei vielen anderen Objektiven, die ich habe. Ja, ansonsten kann man sagen, dass das hier im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Ich schaue noch mal in die HSL-Tabelle hinein. Wie immer fange ich mit der Luminanz an. Wir nehmen Grün etwas nach unten, dann Rot etwas nach unten, nicht zu viel, Orange und ein wenig das Gelb. Ja, viel mehr haben wir denn hier auch nicht. Und das Gleiche erhöhen wir dann einfach in der Sättigung, um die Farben etwas knackiger zu bekommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Orange. Und dann hieß das hier, glaube ich, Lebendigkeit. Ja, Sättigung und Dynamik, das meine ich natürlich. So, ein bisschen mehr Dynamik. Ihr wisst ja, ich mag meine Bilder immer ja etwas knalliger, etwas bunter. Und ja, so mache ich das jetzt hier natürlich auch. Viele werden sagen, die vorherige Entwicklung war besser oder die Bilder, die man hier unten sieht, waren besser. Hier ist nichts dazugekommen bei den Filtern, vielleicht in den Filtern selber. Das weiß ich jetzt nicht. Aber so wäre das Bild für mich jetzt eigentlich schon erledigt. Gehen wir direkt zum Exportieren über und schauen mal, wie lange das jetzt dauert. Schärfen, Mittel, Originalgröße und hoch. Also so wie wir es immer hatten, die Einstellung. Und mal sehen, wie lange der Export dauert. Soll ja deutlich schneller gehen. Okay, das kann ich jetzt nicht erkennen, dass hier wirklich tatsächlich was schneller geht. Ja, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein Ticken. Naja. Okay, wir öffnen ein weiteres Bild. Und zwar mal das hier. Und schauen einfach mal in die Filter, ob sich hier irgendwie was getan hat. Ne, die sehen, ich glaube, genauso aus wie vorher auch. Ja, das wäre schon fast meine Entwicklung, meine Bildentwicklung. Bisschen dunkler. So. Und dann kann man das schon fast so lassen. Ja, das ist halt das, was an Luminar gut geht. Was es ja, im Vergleich zu Lightroom quasi ausgezeichnet hat. Aber da Lightroom ja nun mit seinem letzten Versionssprung, mit dem letzten Update ähnliche Funktionen eingefügt hat, ja, ist der Unterschied eigentlich nur noch eine Glaubensfrage, welches Programm man hier nehmen möchte. Ob man, ja, eigentlich ist es nur noch die Frage zwischen Abo oder nicht Abo. Also ich finde Luminar richtig gut. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die exportierten JPEG-Dateien ja, sehr groß sind im Vergleich zu Lightroom. Da muss auf jeden Fall noch optimiert werden. Aber trotzdem, ja. Luminar ist einfach ein Top-RAW-Converter, das kann man nicht anders sagen. Und ich für mich hier, der hier nur hin und wieder mal drin rumspielt, um für euch ein Video aufzuzeichnen,
Ich kenne ja hier gar nicht alle Funktionen und so. Das wird ja auch oft immer bemängelt dann. Ich war ja dann mal gerne angeschrieben und gefragt, warum hast du das nicht so und so gemacht und so gemacht? Ja, ganz einfach, weil ich es gar nicht weiß. Ich nutze, seitdem ich RAW-Bilder entwickle, Lightroom und komme da hervorragend mit zurecht. Und ja, aber trotzdem ist Luminar für mich eine ernstzunehmende Software auf jeden Fall. Also für mich ein Top-Programm. Ich kann es nicht anders sagen. Viele schwören auf Capture One, da habe ich ja auch viele Rückmeldungen gekriegt, dass sie da so ein bisschen enttäuscht waren von meinem Fazit. Ja, in meinem Fall ist es einfach nicht, ich finde es zu unübersichtlich, aber man arbeitet sich in alles rein und ja, viele Wege führen natürlich am Ende zum Ergebnis. Ob ich nun das Programm nehme oder das Programm nehme, ist am Ende des Tages irgendwie tatsächlich nur eine Glaubensfrage, in meinen Augen. Ich kann die großen Unterschiede, wie sie manche so darstellen, ich kann die zwischen den Programmen einfach nicht erkennen. Muss ich einfach so sagen. Ich kann mit Lightroom genauso gut entwickeln wie hier mit Luminar. Und wenn ich mich ein bisschen mit Capture One auseinandersetzen würde, dann da wahrscheinlich auch. Ja. Also das ist alles eine Frage der Einstellungen. Und man muss natürlich dann auch die Funktionen, die vergleichbaren Funktionen in den unterschiedlichen Programmen auch wissen und kennen. Aber wenn ich das hier immer so in Luminar, wenn ich da immer so mal unterwegs bin und mal das ein oder andere Bild einfach öffne und entwickle das hier, einfach mit dem Filtern, das ist für mich schon eine tolle Sache, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Ja, dann tue ich das mal noch exportieren, mal schauen, wie lange das dauert. Ja, hier finde ich, hat sich nicht so viel getan dafür, dass hier, ja, das ging jetzt ein bisschen schneller. Dafür, dass es extrem schneller sein soll im Vergleich zu vorher, ja, sehe ich jetzt nicht so. Es ist besser geworden, aber ja, dauert schon noch. Ja, wir gucken nochmal in die Verbesserungen rein, vergleichen das nochmal. Wir nehmen jetzt nur hier das für Windows, weil das ist nur das, was ich beurteilen kann. Superschnelle Bildbearbeitung und Anpassung. Ja, die Bearbeitung an sich und die Anpassung an sich, das geht jetzt schneller. Schneller Bildexport sehe ich nicht. Also es ist schneller wie vorher, aber es ist nicht schnell in dem Sinne. Stabilverarbeitungsfunktion war vorher schon vorhanden, funktioniert soweit. Kostenlose Bildumwandlung kann ich jetzt nichts mit anfangen. Bildfunktion umdrehen und drehen war meiner Meinung nach vorher auch schon dabei. Die Objektivkorrektur, das haben wir gemacht, das hat funktioniert. Große Anzahl an Stabilitätsfixes, ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. UI und UX-Verbesserungen, ja, Lokalisierungen angepasst, das war für uns nicht so entscheidend. Die deutsche Version ist doch recht vernünftig unterwegs. Ja, Fixes bei den Farbprofilen, beim Export im Plugin-Modus haben wir jetzt in dem Sinne nicht getestet. Vorschau-Modus hinzugefügt. Und die verbesserte Bildqualität während der Bearbeitung. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv und das ist auf jeden Fall auch ja, ein Schritt in die richtige Richtung, den Skylum hier gegangen ist. Was immer noch fehlt, ist die Bildverwaltung einfach, also im Vergleich zu Lightroom. Wer mit Lightroom arbeitet und das wirklich nutzt, und dann auf Luminar einsteigt, der vermisst das einfach. Das ist einfach so. Andersrum weiß ich nicht. Merkt man das vielleicht gar nicht so, nutzt es dann gar nicht in Lightroom, obwohl es da ist, kann ich nicht beurteilen. Mir fehlt das einfach. Ich brauche das. Ist für mich übersichtlicher. Ich kann alle Bilder mit einmal entwickeln. Ich kann aber auch jedes Bild einzeln entwickeln und diese dann aber alle hintereinander, ohne dass ich am Rechner sitzen muss, exportieren. Und ja, das fehlt hier einfach. Soll kommen, das weiß ich. Und ja, ich bin da recht zuversichtlich. Und wenn das dann vorhanden ist, dann ist Luminar in meinen Augen für den Preis, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent für Adobe Lightroom. Das kann man nicht anders sagen. Ja, für viele ist Capture One, für Sony-User natürlich das richtige Programm. Ja, in meinem Fall ist das nicht. Und ansonsten kann ich euch einfach nur noch mal empfehlen, schaut euch meine kleine Serie an, wo ich auf die unterschiedlichen RAW-Konverter eingehe. Aus meiner persönlichen Sicht natürlich nur. Also ich will da kein Exempel statuieren für die oder die Firma oder sonst irgendwas. Natürlich bin ich voreingenommen durch Lightroom, das ist halt einfach so. Ich arbeite damit seit 2 Jahren, das muss man einfach sehen. Aber ich finde, hier mitzuerleben, mitzuverfolgen, wie Luminar sich weiterentwickelt, das ist schon eine tolle Sache. Und
man muss halt definitiv sagen, sie entwickeln sich weiter und sie drehen an den richtigen Schrauben, auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. So verpasst ihr keines meiner Videos mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen bzw. wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.